Also mal ganz im Ernst, ja. Ich habe eine PlayStation 5 bekommen und versuche jetzt die PlayStation 4 für meinen Sohn fertig zu machen. Heißt, ich behalte die PlayStation 5 und die alte PlayStation 4 soll er mitnehmen nach Hause, weil er bei seiner Mutter wohnt. So. Ist ja ganz einfach. Ich nehme hier meinen Essentials-Account raus, ja. Und dann übertrage ich einfach die gespeicherten Spiele. Übertrage ich dann einfach, weil ich ja dieses scheiß teure Plus-Abo habe, die übertrage ich dann auch einfach auf den neuen Benutzer. Aber hast du dir wohl so gedacht? Scheiße ist. Was ist denn das? Man kann die Spielstände und die Trophäen nicht übertragen auf ein anderes Kinderkonto? Wie funktioniert denn dieser Familienbeschränkungskram? Selbst wenn ich einen Benutzer, also den Namen von meinem Sohn angebe und ich mich dann wieder anmelde, damit ich wenigstens aus der Cloud, Gott sei Dank habe ich das gemacht, die alten Spielstände runterladen will, überschreibt er den mit meinem Namen. Was haben die sich denn da gedacht bei Sony? So, jetzt mache ich das nochmal und lade nochmal vom Systemspeicher alles runter und versuche das irgendwie zu übertragen. Da kriege ich ja minimal Plack, ne? So, jetzt will ich das erstmal testen mit SpongeBob, ob der Speicher aus der Cloud wieder auf der PS4 schon mal ist. Immerhin mit meinem Original-Account. Wehe, da kommt jetzt nichts von wegen Spielstand auf, weiß ich nicht, 75 oder 80, nee, so viel noch nicht, 70. Hier, wie heißt es? Nicht Spielstand, nicht Prozent, sondern mindestens so und so viele Pfannenwender, dann krieg ich echt Ärger. Denn könnte sein, dass morgen einer völlig ausrastet. Oder übermorgen. Oder übermorgen, ich weiß es noch gar nicht. Ja, mach weiter. Habt ihr den Film gesehen, wo der Pirat ist? Richtig klasse. Den haben die richtig gut gemacht, den Film. Ja, mach fertig. Fortsetzen. Oh Gott sei Dank. 67 Pfannenwender. Gott sei Dank, das hat funktioniert. Boah, sonst hätte es auch echt Ärger gegeben. Gott sei Dank. So, wie kriege ich jetzt diesen Stand mit meinem Account auf einen anderen Spieler? Und dann dauert das hier bei der PlayStation 4, bis da irgendwas kommt. Boah, nach einer Woche PlayStation 5, bald sind es schon zwei, muss ich sagen. Das lohnt sich aber richtig. Junge, Junge, Junge. So, ich versuche jetzt hier gerade diese Familienverwaltung zu laden. In der Hoffnung, dass ich entweder meinen Sohn erstellen kann unter meinem Account, damit er die Spiele behalten kann. Ich habe unter anderem auch Tony Hawk mittlerweile über den Plus-Account. So, du kannst Erfahrung deiner Familienmitglieder sicherer machen, indem du deine Familie einrichtest. Aha, ich kann meine Familie einrichten. Das hört sich doch schon mal besser an. Okay. Also ich kann hier ein Familienmitglied hinzufügen, welchen mal meinen Sohn hinzufügen zu meinem Account. Schauen, was dann funktioniert oder wie. Okay, dann muss ich sagen, das ist schon mal ziemlich geil. Ich kann hier für die Kinderfreigabe schon mal auswählen, welche Spiele er spielen darf. Das finde ich schon mal gut. Es wird besser mit meiner Laune. Man kann tatsächlich wusste ich gar nicht, man kann die Spielzeit einschränken. Das wird ihnen überhaupt nicht gefallen. Das werde ich auch nicht machen. Warum auch? Da sollen sich ja die Eltern drum kümmern. Das werde ich nicht einstellen. Aber gut, dass es funktioniert. Das wusste ich überhaupt nicht. Also, man kann die Zeiten, wie lange das Kind daddeln darf, einstellen. Finde ich gut. Familieneinrichtung bin ich fertig. Jetzt kommt natürlich die Frage: Muss mein Sohn sich anmelden, ohne dass ich mich angemeldet habe, sodass er meine Spielstände spielen kann? Wir versuchen es mal. Okay, also wenn ich mich mit meinem Sohn anmelde, wird er anscheinend mit meinem PlayStation Network angemeldet. Hauptsache, er kann keine Spiele kaufen über meine Kreditkarte. Das werden wir gleich sehen. Das werde ich gleich zeigen. Und wichtig ist, wenn ich SpongeBob spiele, dass der Spielstand wieder da ist. Auf ein neues. So, jetzt nicht mit meinem Namen, aber als Familienmitglied unter meinem Namen, mein Sohn angemeldet und mal gucken, was gleich passiert. Mal schauen. Tja, das hat schon mal nicht funktioniert. Online-Funktionen sind aufgrund der Altersbeschränkung nicht verfügbar.
Ich will doch nur die Spielstände haben, du Haufen Scheiße. Ich will nur die Spielstände haben. Okay. Dann mache ich halt mit Online-Funktionen. Dann geht ja auch Fortnite, freut er sich. Jetzt hänge ich hier schon wieder 20 Minuten vor dieser Kiste. Ja, und warum ging das nicht online? Also ich habe einen Account, das ist meiner. Ich mache ein Familienmitglied, meinen Sohn, und möchte, dass der sich bei PlayStation Network anmeldet, damit er den Spielstand von mir hat in seinen Spielen. Warum ging es nicht? Weil das Geburtsdatum das echte war und da war er erst 6. Und deswegen darf er nicht online seinen Spielstand von SpongeBob runterladen. Jetzt mache ich meinen Sohn einfach 20 Jahre alt. Mal gucken, was dann passiert. Könnt schon wieder ausrasten hier. 20 Minuten und im Internet steht nichts, egal, diese Familienmitgliedsbeschreibung von Sony, dieses Übersetzte ist, kann man total vergessen. Guckt dieses Video, liked es und abonniert, weil wir werden noch auf viel mehr Blödsinn stoßen, schätze ich. Mal schauen, ob ich jetzt allerdings meinem, ich habe jetzt 2006 genommen, sind 4, 24, 25, ob ich meinen 27-jährigen Sohn jetzt Spiele nur ab 12 erlauben kann. Mal schauen. Na, Gott sei Dank. Also das hat schon mal geklappt. Mein ganz, ganz alter Sohn, der darf tatsächlich nur 12 Spiele bis 12 Jahre spielen. Die grünen, ohne Blut und alles. Und möchten Sie den Beitritt zum PlayStation Network erlauben? Ja, möchte ich. So, es ist schon fast eine Stunde rum. Es hat noch nichts funktioniert. Online geht es nicht. Denn wenn man ein Familienmitglied älter macht, den freigibt und der sich anmeldet, dann hat er nicht etwa den Account des Papas, des Familienaccounts. Nein, hat er nicht. Er muss sich einen eigenen anlegen. Demzufolge hat er auch keine gespeicherten Spiele. Dann machen wir es jetzt eben oldschool. USB-Stick. Auf USB-Speichergerät kopieren. Wahrscheinlich ist das auch viel einfacher als alles, was ich gesucht habe. Und ich fange mal an, jetzt die Speicherstände von meinem Account auf den USB-Stick zu kopieren. So, mittlerweile sind fast schon wieder 1,5 Stunden meines wertvollen Urlaubsabends vergangen, nur um Spielstände von A nach B zu kopieren, damit mein Sohn nicht irgendetwas einkauft auf meinem Account oder Unfug macht oder online chattet oder. Jetzt habe ich Folgendes gemacht. Die PlayStation ist frei von irgendwelchen Konten, Online-Services, sonst was, hat einen lokalen, neuen, niegelnagelneuen Benutzer von meinem Sohn. So, dann melde ich mich als mein Sohn an, gehe auf Verwalten der von der Anwendung gespeicherte Daten, mache gespeicherte Daten auf USB-Speichergerät. Und dann in Systemspeicher kopieren, hört sich erstmal gut an. Es geht nicht. Ich raste aus. Diese Spielstände bleiben immer gebundelt an dem Online-Account, mit dem sie erspielt wurden. Was soll denn das? Das kann doch nicht mein Ernst sein. Was haben die denn da gemacht? Das ist ja vollkommen daneben. Was soll denn das?